Erst vor wenigen Tagen eröffnete Swarovski in der teuersten Einkaufsstraße der Welt, der Fifth Avenue in New York, einen Flagship-Store und präsentierte zeitgleich eine Kollaboration mit Kim Kardashians Shapewear-Label Skims. Unter den Gästen waren bei der Eröffnung auch zahlreiche Promis, darunter Kim Kardashian selbst. Damit setze der Tiroler Kristallkonzern ein klares Statement, erklärt Swarovski-CEO Alexis Nassar im Interview. Das Geschäft entwickelt sich solide. Wie Sie wissen, ist das Umfeld heute recht schwierig, da die Inflation zunehmend in den Geldbeutel der anspruchsvollen Verbraucher oder anders ausgedrückt der Mittelschicht eingreift. Und es herrscht eine ziemliche Portion Unsicherheit. Aber im bisherigen Jahresverlauf haben wir beim Umsatz im mittleren bis niedrigen einstelligen Bereich gepunktet. Wir verbessern den Gewinn im zweistelligen Bereich und wir verbessern unsere Cash-Position im zweistelligen Bereich. Ich würde also von einem soliden Jahr sprechen, aber das wichtigste Quartal des Jahres ist für ein Unternehmen wie unseres natürlich das vierte Quartal und wir befinden uns mitten darin. In den USA florierte das Geschäft. Wenn wir unsere Daten zur Markengesundheit ansehen, die wir jedes Quartal messen, hat sich unsere ungestützte Markenbekanntheit in den USA im Vergleich zum letzten Jahr verdoppelt. Das bedeutet, dass Swarovski zunehmend in das Bewusstsein unserer amerikanischen Kunden rückt, was wirklich wichtig ist. Auch im Labor hergestellte Diamanten sind ein Teil der neuen Swarovski-Kollektion. Damit werde Swarovski in der Lage sein, Produkte im Bereich von 100 bis 100.000 Euro anzubieten, erklärt Nassar. Mit im Labor gezüchteten Diamanten können wir unsere Positionierung der Extravaganz auf noch schillerndere Weise zum Leben erwecken. Denn im Labor hergestellte Diamanten sind wunderschöne Produkte. Es ist sehr schwierig, den Unterschied zwischen im Labor gezüchteten Diamanten und geförderten Diamanten zu erkennen und sie bieten ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis für die Kunden. Und wir denken, dass sie sehr, sehr gut zur Marke Swarovski passen. We think it's a very, very natural fit for the Swarovski brand. Aber wie wichtig sind dem Unternehmen seine österreichischen Wurzeln, trotz des ganzen Medienrummels in den USA? Für uns ist Österreicher zu sein ein wesentlicher Teil unserer DNA. Es ist unser Ursprung, es sind unsere Wurzeln. Um ehrlich zu sein, kann man nicht wirklich ein ernstzunehmender Luxusanbieter sein, wenn man keine klaren Ursprünge hat, die die Leute zurückverfolgen können. Wenn wir unseren Kunden von New York bis Shanghai sagen, dass wir stolz darauf sind, in Österreich hergestellt zu werden, verleiht das der Marke viel Resonanz und Stärke. Wir sind also sehr stolz darauf und es ist ein grundlegender Teil des Markenstorytellings, dass die österreichische Marke nun weltweit erfolgreich ist. Österreich hat weltweit sehr erfolgreiche Marken hervorgebracht und es gibt absolut keinen Grund, warum das nicht so weitergehen sollte.